Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Mein Name ist Volker Zerbe, bin Sportkoordinator bei den Füchsen Berlin und ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest. Was für ein Finale zum Jahresende. 24-22 gewinnen unsere Füchse am Ende des Jahres gegen Frischhoff Köppingen. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assemacher, Hallensprecher der Füchse Berlin. Und wie die Füchse Weihnachten feiern, das seht ihr jetzt. Wir haben früh Training, danach vielleicht noch mit meiner Freundin, vielleicht Mittagessen und dann abends zur Familie mit der Mutter und Oma und Opa gemütlich essen und ja. Ach, ganz gelassen. Wir trainieren vormittags. Ich gehe davon aus, dass wir nur leichtes regeneratives Training haben, was uns bestimmt auch gut tut, anstatt jetzt den ganzen Tag zu Hause zu liegen und nur essen. Und danach ja, wird jeder mit seiner Familie oder ich weiß nicht, wie meine Mitspieler so die Weihnachten jetzt verbringen werden. Aber ich werde zu Hause sein und mit meiner Freundin gemütlich ausruhen und den Abend zu genießen. Ich begrüße zu meiner Rechten den kleinsten Sportdirektor der DKB Handball-Bundesliga, Volker Zerbe. Hallo Volker. Hallo Markus, sei gut. Volker, wir haben uns heute tatsächlich selber beschenkt zu Weihnachten, aber verrat mal, was du an Weihnachten machst. Also ich werde, so eigentlich wie die Jahre vorher auch, ganz ruhig mit meiner Familie feiern. Wir werden dort einfach, wie gesagt, den Nachmittag verbringen, den netten Abend zusammen machen. Das ist bei uns so Tradition und da freue ich mich schon sehr, denn der Dezember war wieder sehr hektisch und da ist es schön, wenn man mal kurz abspannen kann. Hektik ist ein guter Begriff. 5 Minuten vor Spielende haben die Zuschauer gestanden. Es war viel Hektik auf der Platte, aber wir haben heute eines gesehen. Mit positiver Energie, mit Willensstärke können wir auch Spiele gewinnen. Definitiv, es war eine ganz tolle Atmosphäre heute hier im Fuchsbau und wir haben 60 Minuten gefightet, sicherlich nicht fehlerfrei, wir haben viele Chancen auch unterwegs liegen lassen, aber man hat gesehen, man wird am Ende auch belohnt, wenn man weiter Gas gibt und das haben wir gemacht und da muss ich einfach nur wirklich dem Team Respekt zollen, haben super miteinander gekämpft und insofern haben wir uns auch zu Weihnachten da beschenkt. Jetzt war es ja eigentlich schon die ganze Tradition, dass die Füchse am zweiten Weihnachtsfeiertag tatsächlich immer zu Hause spielen. Diesmal seid ihr auswärts, seid ihr in Gummersbach. Was denkst du da? Ja, das ist für uns nochmal das letzte Spiel in diesem Jahr, zweite Rückrundenspiel. Verdeutlicht einfach immer wieder den Spielplan, der in der Handball-Bundesliga existiert schon seit Jahrzehnten, dass wir dort eben auch zu Weihnachten spielen. Wir freuen uns, sage ich mal, dieses Spiel noch bestreiten zu dürfen und wollen einfach auch diese Energie, die wir heute hier gezeigt haben, dort nochmal in das Spiel bringen, damit wir da nochmal 2 Punkte einsammeln. Bevor wir jetzt den zweiten vor dem ersten Schritt machen, werden wir erstmal nach dem Spielbericht, den wir jetzt sehen, übers Spiel reden. Der Spielbericht Füchse Berlin gegen Frischhoff Köppingen. Am Ende des Heimspieljahres steht ein Sieg. Ein zugegeben hart erkämpfter Erfolg, den sich die Spieler von Trainer Dago Sigurdsson aber aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang redlich verdienen. Es war sehr wichtig für uns, aber auch mal für alle Zuschauer hier, dass wir so ein Erfolgserlebnis haben. Und ich glaube, das kommt jetzt einen Tag vor Weihnachten auch ziemlich passend. Passend auch der Beginn der Partie, die Führung durch Kreisläufer Jesper Nielsen. Doch in der Folgezeit können sich die Gäste aus Köppingen immer wieder in Szene setzen, wie hier Felix Lobedank. Bei den Berlinern hat einer natürlich Rückenwind, Paul Drucks, jüngst für die WM im Januar für Deutschland nominiert. Ich bin 19 und darf jetzt mit zur WM und das ist mein großer Traum gewesen, irgendwann mal ganz oben in der Nationalmannschaft zu sein und jetzt auf ein großes Turnier mitzukommen, macht mich stolz. Die Fans in der Max-Schmeling-Halle sehen aber auch, dass ihre Füchse wieder einmal Chancen liegen lassen. Matthias Sachisson scheitert im Tempo-Gegenstoß an Göppings Torhüter Nikola Marinovic. Und treffen im Angriff, zumeist aus dem Rückraum, erspielen sich so nach 16 Minuten eine 3-Tore-Führung. Doch die Füchse können sich wieder in die Partie bringen. Frederik Petersen schließt diesen Tempo-Gegenstoß gekonnt ab. Nach Anspiel von Paul Drucks kann Jesper Nielsen, der ebenso wie der Youngster mit 4 Treffern zu den besten Werfern seines Teams gehört,
den Vorsprung der Gäste auf ein Tor verkürzen. Nach der Halbzeit gibt es noch ein paar kurze Worte an Paul Drucks, die dieser offensichtlich versteht. Drucks trifft zum 12:13. Der Rückraumspieler trifft dann auch zum 14:14. Wieder eingelaufen, wieder das Anspiel von Fabian Wiede. Pavel Horak kann kurz darauf gegen seinen Ex-Club die Führung für die Füchse erzielen. Doch die ersatzgeschwächten Göppinger gleichen wieder aus. Dann ein kurzes Gespräch, ein Ballgewinn von Pavel Horak und Fabian Wiede kann sein Team mit 21:20 in Führung bringen. Emotional wird es dann, nachdem die Schiedsrichter einen Schrittfehler bei Matthias Sachison im Tempo-Gegenstoß erkennen, doch die Zuschauer münzen diese Emotionen in positive Energie um, genauso wie das Team. Es folgt in Überzahl das 23:21 nach schönem Anspiel von Iker Romero und gutem Abschluss von Frederik Petersen. Und auch der letzte Treffer fällt wieder von außen, diesmal durch Matthias Sachison. Das war sehr wichtig für uns, auch super schön, die Stimmung in der Halle, so viele Zuschauer hier. So, das war sehr wichtig für uns zu zeigen, wir kämpfen weiter und trotzdem 2 Punkte holen wir heute und das war sehr wichtig für uns. Wir haben ein bisschen schwere Spiele gehabt und so und das ist klar, das ist immer wichtig zu Hause zu gewinnen. Die Füchse lassen sich den Sieg nicht mehr nehmen und wollen das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte nun mit einem Sieg in Gummersbach beenden, um somit das Selbstbewusstsein vom Alten mit in das neue Jahr zu nehmen. Volker, wir haben gerade gesehen, die ein oder andere Chance tatsächlich liegen gelassen. Gefeit bis zum Umfallen, Endstand 24:22. Man muss auch sagen, Heine hat in entscheidenden Situationen die Bälle gehalten. Heute war, ich glaube, das Fortune auch wieder ein bisschen zurück. Ja, dieses Glück muss man sich erkämpfen. Das haben wir und es ist eine andere Situation. Wir spielen nicht eben mit dem Blick nach oben, sondern wir haben uns, sagen wir, dieses Jahr bis jetzt schwer getan, Höhen und Tiefen gezeigt und insofern ist es eine ganz andere Situation, die wir vorfinden und da genießt eigentlich, oder muss man ein neues Denken an den Tag legen. Hier gilt es jetzt erstmal die Spiele nur zu gewinnen, nicht schön zu spielen, über Kampf geht das und das haben wir heute getan und da bin ich sehr froh darüber, dass die Mannschaft diese Reaktion gezeigt hat. Wenn wir uns jetzt das Spiel einfach mal nochmal vor Augen führen, das, was wir eben gesehen haben, wir sehen viele freie Chancen. Versuch doch mal aus deiner Sicht zu erklären, jetzt läuft es persönlich nicht gut, man verwirft den einen oder anderen. Fängt man dann vorm Tor an zu überlegen? Es ist dieser kleine, aber gewisse Unterschied. Hat man ein positives Gefühl, dann macht man sich keine Gedanken, dann geht alles automatisch, so wie man tausendfach trainiert hat. Dann geht einem alles von der Hand, Tricks. Aber genauso andersrum ist eben die mentale Schiene. Verschießt man viel, hat man nicht so gut gespielt in den letzten Spielen, dann nistet sich das auch ein bisschen im Hinterkopf ein und das kann man dann nicht ganz wegwischen. Und diese Höhen und Tiefen, die hat man leider im Sport. Ich denke, wichtig ist, dass man seine Tugenden immer an den Tag legt und das ist der Kampf. Über diesen Willen findet man auch wieder zum Spiel und da geht es dann auch wieder aus diesem Tal nach vorne. Und wie gesagt, darum, das müssen wir jetzt in den nächsten Spielen, das eine noch in diesem Jahr, aber dann auch in der Rückrunde im neuen Jahr wieder an den Tag legen. Die Mannschaft hat heute zusammengestanden, aber die Frage sei mir erlaubt, du lange, jahrelang selber aktiv, hast du auch mal so einen Tief gehabt? Ich glaube, es waren während meiner Laufbahn waren einige. Also das kommt immer wieder mal vor. Man lernt mit der Zeit damit umzugehen und man lernt natürlich auch besser, dort wieder herauszukommen. In jungen Jahren fehlen einfach die Erfahrungswerte. Man tut sich schwer damit, braucht da Hilfe von außen, eben Mitspieler, Erfahrene oder auch aus dem Umfeld. Und später weiß man, dass man da einfach die Zeit auch ein bisschen arbeiten lassen muss und dann wieder seine Leistung auch bringen kann. Insofern ist das auch ein Teil meines Jobs, sage ich mal, auch meine Erfahrung, die ich als Spieler gesammelt habe und drumherum eben auch an alle Spieler weiterzugeben. Und wir schauen jetzt gemeinsam mit euch auf das Jahr zurück. Es war ein sehr knappes Spiel, ich kann mich daran erinnern. Und wir haben durch eine wirklich sehr, sehr gute Leistung als Team haben wir die Mannschaft dann bezwungen und konnten daraufhin erstmalig nach Hamburg fahren. Und insofern war das im Rückblick ein sehr, sehr schöner und wichtiger Sieg für uns. Der
der schönste Moment natürlich der Abpfiff, wenn man weiß, man hat es wirklich endlich erreicht, das, was man sich vorgenommen hat. Es war aber genauso schön, der Halbfinalsieg, einfach um diesen Schritt zu machen, denn das ist die Vorstufe. Ohne dieses fantastische Spiel im Halbfinale kann man nämlich gar nicht das Finale erspielen. Und wenn man das ein paar Mal hat erleben dürfen, dann weiß man, dass, wie schwer eigentlich dieses Halbfinale immer ist. Eigentlich schwerer fast als das Finale, wenn man die Chance hat, sich zu krönen. Aber wie gesagt, wenn man dann den ersten Titel gewonnen hat mit einem Verein, dann ist das was ganz, ganz Tolles und da können wir mit Stolz zurückblicken. Das war eine tolle Atmosphäre in der Lilly Herneuner in Füchsetown. Das war super und insofern hat mich das sehr, sehr gefreut. Aber wer auch Bob Hanning kennt, der weiß, dass ein Freiraum von zeitlicher Art schnell belegt wird. Das heißt, dass er intensiv sich andere Sachen schon wieder drum kümmert. Und ich glaube, hat man nicht gemerkt, dass sich da was geändert hat. Ich glaube, immer noch Volldampf. Zum einen bedeutet es auch eine Veränderung natürlich. Dago hat hier fantastische Arbeit bis heute abgeliefert, den Verein auch mit dahin geführt, wo er jetzt steht, neben Bob Hanning mit. Ich glaube, die beiden waren die Persönlichkeiten, die den Verein geprägt haben. Zuallererst mal und mit dem Umfeld, mit den Fans und den ganzen anderen Leuten, die Unterstützern. Aber insofern ist das immer ein schwerer Moment, wenn man dann diese Info hat. Aber ich glaube, auch das gehört leider dazu. Man macht sich eben dann neue Gedanken, wie kann man die Zukunft aufstellen. Und insofern freut man sich einfach auch, dass man dieses Jahr noch intensiv mit ihm auch an der Seite coachen kann, auch tagtäglich zusammenarbeiten kann. Denn mir persönlich hat es einfach viel Input gegeben und hat mir die Arbeit bis heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wie gesagt, auf das nächste halbe Jahr auch. Wir haben gerade den Jahresrückblick gesehen, natürlich mit Bildern aus Hamburg, den fantastischen Sieg gegen Flensburg. Wir haben nächstes Jahr ein bisschen was vor, wir haben uns, denke ich mal, auch für die Rückrunde ein bisschen was vorgenommen. Was ist dein persönliches Ziel mit den Füchsen fürs nächste Jahr? Ich glaube, wir sollten jetzt in kleinen Schritten denken, das heißt die Leistung stabilisieren. Dann haben wir noch zwei sehr, sehr interessante Wettbewerbe mit dem DHB-Pokal-Viertelfinale, wie gesagt, in Leipzig und auch mit dem Europapokal, mit der Gruppenphase. Aber ich denke, das Wichtigste ist, und das ist mein Wunsch, auch mein Ziel, Stabilisation in der eigenen Leistung in der Liga, sich nach Schritt für Schritt einfach wieder freikämpfen. Und wenn uns das gelingt als Team, dann denke ich, haben wir einen großen Schritt getan für nächsten Jahr. Wenn wir jetzt mal fernab von den Füchsen gehen, es sind ja zwei Füchse im Januar dabei, wo es dann heißt Handball-Weltmeisterschaft. Was denkst du, wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft? Es ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, auch dort bei Nationalmannschaft ist es so, wir müssen ein gutes Gefühl entwickeln in den ersten Spielen. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Aber wenn wir es schaffen, auch die Gruppenphase am Anfang gut zu spielen, zu überstehen, gutes Viertelfinal loszubekommen, dann haben wir schon einen riesen Schritt getan in der Zukunft des deutschen Handballs. Und ich glaube einfach, die Jungs sollen mit viel Spaß, mit Freude rangehen, mit Willen, dann wird das Ergebnis von alleine kommen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß über die Feiertage. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns hoffentlich alle gesund wieder am 11. Februar 2015, denn dann heißt unser nächster Gegner GWD Minden. Viel Spaß, eure Füchse Berlin.